Jo, was geht ab, Leute? Energize hier und heute habe ich für euch ein ziemlich gutes Black Ops 2 Gameplay. Das ist wirklich gut. Einer meiner Lieblings-Gameplays, die ich bis jetzt erspielt habe. Und wahrscheinlich auch jemals erspielen werde in Black Ops 2, weil ich werde es eh nicht mehr wirklich oft spielen. Weil Ghost kommt eh in 2, 3 Wochen oder so raus. In 3 Wochen ganz genau, ja. Und zwar ist ein Solo, wirklich komplett Solo, so wie beim letzten Mal. 102 Kill Gameplay mit Nonetheless. Aber jetzt kommt das Spezielle dran. Es ist nicht irgendwie mit AN94 oder so spielt wie fast alle YouTuber. Die meisten kriegen das nicht mal hin mit AN94, sondern es ist mit der Cup 40 erspielt. Das Einzige, was mich jetzt an dem Gameplay stört, ist, dass relativ viele Tode waren, aber ich habe wirklich gegen Hurensohn gespielt und das Einzige, was mich jetzt wirklich stört, ist halt, dass ich da C4 benutzt habe. Ich hasse eigentlich C4, weil ich hasse einfach Leute, die mehr mit C4 spielen. Ich finde es auch nicht wirklich schön anzusehen, dass irgendwie Leute da unten mit C4 rumschmeißen in den Gameplays mit AN94 oder so. Und generell, C4 braucht einfach kein Skill, ihr müsst einfach nur rumschmeißen, könnt dann Quadfeed machen und keine Ahnung, springt einfach auf die Flagge, auf ein C4, Multikill mit C4, habt ihr schon fast ein V-Set oder sowas. Das ist einfach nicht beeindruckend, einfach die ganze Zeit C4 rumzuschmeißen mit Plünderer und AN94 und so. Aber ich finde, hier ging das noch klar, weil ich hier Only Cup 40 gezockt habe. Also ist eigentlich ganz okay und ich habe auch richtig viel rumgerusht. Also ich finde eigentlich ganz in Ordnung, dass ich hier noch in dem Gameplay C4 gezockt habe. Also hoffe ich verzeiht ihm das mir. Und ich hatte hier, glaube ich, noch keinen einzigen Nuklear. Ich hatte, glaube ich, nur einen einzigen Brutal oder nur einen einzigen 24er Streak. Ich weiß nicht, was los war, wie ich gar keine Brutalmedaille erreichen konnte oder gar kein Nuklear überhaupt. Die Gegner waren einfach Huren, und so, die haben mir so geschimmelt und ich wurde auch selber voll offensiv hier gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt nochmal Plus für das Gameplay. Das Game davor hatte ich irgendwie 80 Kills mit der Cup 40 und auch irgendwie 20 Tode. Aber es kam immer dieser eine Typ damit selber, mit der selber C4 gezockt hat und es gab auch ein paar Leute mit AN94 und so. Aber typische Black Ops 2 Scheiße auf Xbox, kann man nicht viel machen. Naja. Ich habe auch heute gar kein Thema dabei, wirklich gar keins. Mir fällt nichts mehr ein, wirklich. Black Ops 2 ist einfach so tot auf Xbox, fast keiner spielt es mehr. Ich glaube, das Einzige, was ich jetzt machen werde, ist spielen in den letzten 2 Monaten, nur so Info, das ist jetzt off-topic, aber sag einfach trotzdem, in den letzten 2 Monaten spiele ich vielleicht so ein, zweimal die Woche und wirklich Black Ops 2 spielt einfach fast keiner mehr. Aber was heißt hier fast keiner mehr, aber. Sondern es gibt halt immer nur diese paar Lobbys halt in Black Ops 2 auf der Xbox. Und es sind immer dieselben Tryhards und so. Und ich glaube, also ich spiele jetzt eh gerade nur voll wenig, aber und ich glaube, bis Rest von Go spiele ich halt nur ein, zweimal Black Ops 2 noch und halt MW3 und MW2 und das halt noch hoch und ja. Ich denke mal, es reicht dann noch, und das Ghost ist schon draußen. Ich versuche auch mehr abzuhauen. Ich mach's gerade so, dass ich jeden zweiten Tag ein Video mache. Also 4 bis 5 Videos die Woche. Also ich versuche mehr zu machen. Ich versuche konstant so 5 bis 6 Videos die Woche zu machen. Bis Ghost rauskommt, dann jeden Tag ein Video, auf jeden Fall. Oh, ich versuche jedenfalls meinen Channel einfach so groß wie möglich zu machen, bevor Ghost rauskommt. Ihr wisst, das ist natürlich das Klügste. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich. Ich werde, denke ich mal, als nächstes MW3 hochladen, falls ich das plan, erspiele. Falls nicht, halt wieder Black Ops 2. Ich glaube, ich zocke jetzt gleich ein bisschen MW3 mal, ein bisschen Solo MW3. Ich weiß, dass die Solo viel mehr mögt als Support, deswegen. Vielleicht, wenn ich habe noch einige Support-Gameplays gehabt, ich werde noch so einzelne davon hochladen, wenn nicht. Ich denke mal, das ist kein Problem, aber. Es wird auf jeden Fall nur Solo kommen, also fast nur Solo gespielt bis jetzt. Und noch sehr viel Solo hochgeladen. Boah, ich habe halt so viele Versprecher, ne? Aber egal, ich bin auch einer, der immer seine Commentaries in One-Take macht. Also immer erst Versuch. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen. Wäre nice, wenn wir wieder 400 Bewertungen schaffen würden, wie in meinen letzten Videos. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal.